Und damit erneut hallo und herzlich willkommen im inzwischen dunklen Wald. Wir machen weiter mit unserem kleinen Überblick über die Frage nach dem klimaangepassten Waldmanagement, beziehungsweise der Frage danach, was man denn tun muss, dass man dafür Geld bekommt, weil man es hat. Wir hatten im letzten Teil noch mal kurz als kleine Wiederholung folgende 6 Punkte, nämlich Vorausverjüngung ist Pflicht, soll heißen, erst müssen junge Bäume dastehen, bevor die alten gefällt werden dürfen. Vorfahrt für Naturverjüngung heißt so viel wie, wenn Naturverjüngung da ist, dann hat die Vorrang vor allem anderen sinnvolle Naturverjüngung. Das sollte in jedem Fall so sein. Standortheimische Baumarten sollen verwendet werden, überwiegend heißt 51%. Eine milde Vorgabe, aber ein deutliches Bekenntnis zur Standortheimigkeit, Heimigkeit, was auf diesem Level aber auch wirklich sinnvoll ist. Ja? 100% wäre doof, 80 auch schon, 70 könnte ich mit leben, 51 ist völlig in Ordnung. Natürliche Entwicklung auf kleinen Freiflächen soll zugelassen werden. Das soll heißen, hast du ein kleines Loch im Wald, dann darf es ganz von alleine wieder zuwachsen. Und es muss danach nicht zwingend unter Schutz gestellt werden, aber die natürliche Sukzession, die natürliche Entwicklung von Waldökosystemen soll da zumindest in der Jungphase des Waldes natürlich und biologisch sozusagen ablaufen können. Das ist sinnvoll, weil das kostet dann auch kein Geld. Ja, also auch ökonomisch durchaus eine gute Idee. In allermeisten Fällen. Ausnahmen sind hier aber möglich. Größere Baumartendiversität soll geschaffen werden, beziehungsweise es soll mindestens der Status quo erhalten werden. Hast du 3 Baumarten im Wald, ist das ganz okay. Wenn du 4 hättest, wäre es besser. Wind runter auf 2 darfst du nicht. Dann ist die Förderung futsch. Das bedeutet das im Grunde. Und große Kahlflächen vermeiden, beziehungsweise Kahlschlagverbot, außer es gibt gute begründete Gründe, weshalb du halt doch mal einen Kahlschlag machen musst. So, und damit sind wir mit der Wiederholung durch und kommen zum nächsten Teil und starten bereits mit Maßnahme Nummer 7. Punkt 7 beinhaltet die Anreicherung und Erhöhung der Diversität an Totholz, sowohl stehend wie liegend und in unterschiedlichen Dimensionen und Zersetzungsgraden. Dazu zählt auch das gezielte Anlegen von Hochstümpfen. Das könnte möglicherweise wieder ein Punkt sein, der jetzt für etwas mehr Aufsehen sorgt. Im Grunde kriegt man mehr Totholz, indem man weniger tut. Ja, wenn du den Wald weniger aufräumst, weniger Bäume fällst und sie einfach umfallen lässt oder sie einfach stehend absterben lässt, dann hast du per se erstmal mehr Totholz im Wald. Das ist also nichts, was Geld kostet im ersten Moment, außer dass natürlich ein Baum, den man lieber sterben lässt und vor sich hin vermodern, natürlich ein Baum ist, den man nicht gleichzeitig auch noch zu Brettern verarbeiten bzw. verkaufen kann. Und so ist, je höher der Totholzanteil, desto geringer natürlich der Anteil verwertbaren Holzes. Allerdings muss man natürlich auch sagen, es entsteht selbst bei bester vorbildlicher Forstwirtschaft im Wald immer ein gewisser Anteil von Bäumen, die einfach nichts geworden sind, sozusagen jetzt aus Produktsicht, die krumm und schief sind, die eben keinen schönen geraden Stamm bekommen haben, die sich irgendwie verwachsen haben und man hat es vorher nicht gesehen, die wurden auch vom Förster übersehen und die sehen jetzt einfach nicht besonders schön aus und sind jetzt auch nicht sehr wertvoll. Man könnte sie also entweder A zu Brennholz verarbeiten, in seltenen Fällen auch nochmal zu speziellen Kunstobjekten, wenn sie halt von speziellen Künstlern angefragt werden, oder eben B einfach im Wald stehen lassen, sie alt werden lassen, sie eines natürlichen Todes sterben lassen und dann sind sie auch als Totholz entsprechend verfügbar. Der Punkt allein, dass mehr Totholz in den Wald soll, der wäre durchaus mit Vernutzungsverzicht verbunden und mit ein paar Schwierigkeiten verbunden, wenn es nicht noch andere Punkte gäbe, zu denen wir nachher noch kommen, die das Totholz automatisch mit integrieren, ein Stück weit. Ja, also so gesehen ist Punkt 7 erstmal, wenn man alles andere einhält, ein Selbstläufer. Ja, und welcher andere Punkt das ist, das kommt dann jetzt gleich.
Denn achtens, Kennzeichnung und Erhalt von mindestens 5 Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar, welche zu Zersetzung auf der Fläche verbleiben. Die Habitatbäume oder die Habitatbaumanwärter sind spätestens 2 Jahre nach Antragstellung nachzuweisen, auszuweisen, wenn soweit eine Verteilung von 5 Habitatbäumen oder Habitatbaumanwärtern pro Hektar nicht möglich ist, können diese entsprechend anteilig auf den gesamten Betrieb verteilt werden. So. Was ist jetzt ein Habitatbaum? Ein Habitatbaum ist ein Baum, der schon erste Schädigung aufweist, also Schädigung im biologischen Sinne. Der hat ein Loch. Ja, da ist der Pilz reingekrochen. Da wohnt der Specht drin. Das sind alles Sachen, die tun dem Baum als Baum erstmal nicht gut, dem Ökosystem aber umso mehr, weil der Baum damit gleichzeitig zum Baumsein auch noch Lebensraum ist und das in deutlich erhöhtem Maße. Jeder Baum ist irgendwo Lebensraum, auch ein sehr, sehr gesunder, der noch keine Löcher hat. Aber je mehr Löcher er hat, desto mehr Lebensraum bietet er letztendlich vor allen Dingen den interessanten Tieren, die wir als Totholzbewohner haben wollen. Stellt er dann mehr Raum zur Verfügung. Ja? Und da Habitatbäume früher oder später durch eben all ihre Bewohner bisschen schneller dem Tode zugeführt werden, als das ohne Bewohner der Fall wäre, sind sie automatisch über die Zeit auch immer Totholz. Ja? Das heißt, wenn du Habitatbäume auswählst, und die dann über die Zeit langsam immer mehr verfallen. Das heißt, die verlieren erstmal ein paar Äste, dann stirbt die Krone ab, dann bleibt der stehende Stamm noch eine Weile rumstehen, irgendwann fällt er um und. Kommt auf diesem Wege automatisch auch immer Totholz in den Wald. Das reicht nicht immer ganz aus. Und weshalb wir uns jetzt bitte nochmal an die 7 zurückerinnern, da ist nämlich von Hochstümpfen die Rede. Hochstümpfe ist eine gute Möglichkeit, wie man insbesondere in Fichtenwäldern, wenn die Fichten nämlich unten, die untersten 3 bis 4 Meter von der Rotfäule, das ist ein typischer Pilz, der die Fichte eigentlich fast immer befällt, befallen sind, dann kannst du die unteren 3 bis 4 Meter des Stamms eh nicht brauchen. Die kannst du nicht wirklich verkaufen, das ist nicht mal mehr gutes Brennholz. So, und jetzt ist man dazu übergegangen, spätestens wenn das der Fall ist, manchmal auch bei gesunden Stämmen, die Fichte einfach auf 3,5 Meter Höhe abzusägen oder sowas um den Dreh mit dem Harvester geht das, ne? Also die große Erntemaschine mit dem Greifarm, die kann da auch oben dran greifen und oben dran das Ganze absägen und dann bleibt ein sogenannter Hochstumpf übrig. Und so ein Hochstumpf ist im Grunde dasselbe wie stehendes Totholz. Es ist stehendes Totholz, aber trotzdem hat man mit dem Baum noch Geld verdient. Und das ist ein super Kompromiss, um eben auf einer Wirtschaftswaldfläche, die primär wirtschaftlichen Interessen dient, in der nächsten Waldgeneration, nachdem die wirtschaftlich wertvollen Bäume weg sind, bereits trotzdem schon ein paar Bruthöhlen für zum Beispiel eben den, ich sage ihn nochmal, Specht zur Verfügung zu stellen und einfach ein toller Kompromiss. Jetzt ist so ein Hochstumpf nicht so gut wie ein alter, eine 600-jährige Eiche, die langsam vor sich hin stirbt. Nee, aber so ein Hochstumpf kannst du quasi überall realisieren und eine 600-jährige Eiche, wie bekommt man die? Na, man pflanzt eine Eiche und jetzt muss man nur noch 600 Jahre warten. Ihr seht, da ist ein gewisses Problemchen. Ne? Und daher halte ich das für einen, also wirklich einen sehr, sehr, sehr guten Kompromiss. 5 Biotopbäume pro Hektar sollen jetzt also ausgewiesen werden. Das ist relativ viel. Ja? Da hätte ich mir vorstellen können, dass man mit 3 oder schlimmstenfalls mit 4 Biotopbäumen pro Hektar auch okay gewesen wäre. 5 ist schon recht ordentlich, aus meiner Sicht. Ja? Aber das sind Themen, da kann man sich wunderbar über die Zahl streiten. 5 heißt 200 A pro Totbaum sozusagen, beziehungsweise Habitatbaum. Da ist schon noch jede Menge Platz drumherum, wo man normalerweise normal Forstwirtschaft betreiben kann, aber zu viele dieser Habitatbäume oder Biotopbäume führen halt dazu, dass du dann beim Bäumefällen in dem bewirtschafteten Teil des Waldes jedes Mal aufpassen musst, dass wenn du einen Baum umschmeißt, du A, den Habitatbaum nicht mit umschmeißt, wenn er in der Nähe steht. B, dir beim Umschmeißen von Baum A nicht Baum B auf den Kopf fällt, weil er ein Habitatbaum ist und jederzeit umfallen könnte und man das häufig nicht sieht und dann automatisch durch das Vorhandensein von vielen Habitatbäumen eben eine höhere Gefahr für Leib und Leben, der Forstwirte daherkommt, weil man eben nie weiß, wie sich so ein alter vor sich hin vergammelnder Baum verhalten wird bei Forstarbeiten.
Und deswegen heißen die auch, wenn man sie gerade nicht Habitatbaum, also positiv nennt, Witwenmacher in negativ, weil sie genau das hin und wieder mal verursachen und verursacht haben, vor allen Dingen in der Vergangenheit, dass dann halt jemand mit sowas nicht gerechnet hat und dann lag er drunter und dann gab es eine Witwe mehr. Und ja, deswegen halte ich 5 für ein bisschen viel. Das hat man sich wohl scheinbar auch gedacht beim Erlassen dieser Richtlinie und hat dementsprechend eben noch den letzten Teil des Ganzen hinzugefügt, nämlich, dass wenn das nicht möglich ist, 5 pro Hektar, dann muss man halt auf dem Rest der Fläche, wo es möglich ist, 5 oder 6 oder 7 oder 8 oder 9 oder 10 pro Hektar zu haben, entsprechend mehr unterbringen. Und das ist auch wieder ein guter Kompromissvorschlag, weil es kann ja zum Beispiel sein, dass man irgendwo in seinem Forstgebiet einen Hang hat, den man kaum bewirtschaften kann, wo man nur hier und da mal vereinzelt Bäume rausholt und auf dem Hang immer mal wieder Stellen sind, da lohnt sich's gar nicht. Und dann kann man an diesen Stellen im Grunde fast nur Biotopbäume haben und damit dann fehlende Biotopbäume an wirtschaftlich sehr gut nutzbaren Stellen, wo zusätzliche Witwenmacherbäume also ein großes Problem darstellen würden, das dann wieder ein bisschen ausgleichen. Wie das in der Praxis, wie kulant, sage ich jetzt mal, das in der Praxis gehandhabt werden wird, das muss man dann sehen. Ich hoffe sehr. Andererseits, Biotopbäume sind unglaublich wichtig und gehören in eine moderne ökologische Waldwirtschaft unbedingt rein. Wie gesagt, wir streiten uns bloß über die Zahl. Ich wäre mit 3 zufrieden gewesen, hätte 4 sehr gut gefunden, also 4 einen guten Kompromiss gefunden. Aber 5 ist mir ein bisschen zu viel, wie gesagt. Geneigte Naturschützer werden sagen, 10 wäre besser. 10 lässt sich aber nicht mehr wirklich bewirtschaften. Ja, wenn überhaupt ein flächendeckendes Biotopbaumkonzept da sein soll, dann ist 5 auch das höchste der Gefühle, dass der Wald noch bewirtschaftet werden kann. Daher hier ein bisschen milde Kritik meinerseits. Ein bisschen zu viel. So, dann kommen wir zu dem Punkt, den ich am liebsten im Wald gezeigt hätte, aber das geht gerade aus zeitlichen Gründen nicht, nämlich bei Neuanlage von Rückgängen müssen die Abstände zwischen ihnen mindestens 30 Meter, bei verdichtungsempfindlichen Böden mindestens 40 Meter betragen. Okay, ja, das ist kurz, aber wichtig. Das könnte mit der kontroverseste Punkt sein, der in der ganzen Richtlinie drin ist. Wichtig allerdings, was man auf keinen Fall überlesen darf, ist bei Neuanlage. Na, ganz entscheidend bei Neuanlage. Was da ist, kann weiter genutzt werden, ist sowieso schon egal. Also auf gut Deutsch, wo du eh schon den Boden platt gefahren hast, da ist er schon platt, da kann ich jetzt auch weiter fröhlich drüber fahren. Das ist jetzt schon egal. Ja? Und das ist ein wichtiger Punkt, dass es hier wirklich nur um die Neuanlage geht. Brauchst du also noch mehr Rückgassen in deinem Walde, dann müssen sie mindestens 30 Meter auseinander sein, außer es ist ein verdichtungsempfindlicher Boden, dann müssen sie 40 Meter auseinander sein. So, für diejenigen, die neu bei mir sind, was zum Geier ist eine Rückgasse? Eine Rückgasse ist ein maschinenbefahrbarer, baumfreier Pfad in Anführungszeichen durch den Wald, der aber ansonsten nicht befestigt ist. Das heißt, du streust da keinen Sand, keinen Kies hin, räumst da keine Sachen aus dem Weg, sondern es ist einfach eine baumfreie Schneise sozusagen durch den Wald, meistens geradeaus. Und da fährt dann der Harvester lang und pflückt links und rechts die Bäume im Grunde. Ja? Und jetzt ist es natürlich umso einfacher für den Harvester mit seinem langen Greifarm an die Bäume ranzukommen, je weniger weit die weg sind. Und jetzt nehmen wir mal an, unser Harvester hat eine Kranreichweite, eine effiziente von 10 Metern links und rechts. Das gibt's, ne? So große Harvester sind durchaus normal, um zumindest mal mittelgroße Bäume, wie sie standardmäßig geerntet werden, zum Beispiel Fichten, damit aus einer Entfernung von 10 Metern absägen, hochheben und an die Waldstraße transportieren, beziehungsweise an die Rückgasse legen zu können. Das heißt, das ist erstmal super. Ja? Und wenn jetzt der Abstand von Gasse zu Gasse 20 Meter beträgt, dann kannst du dir ausrechnen, von links kann er 10 Meter reingreifen, von rechts kann er 10 Meter reingreifen, damit kommt er überall hin. Punkt. Ja, und das macht dann eine vollmechanisierte Holzernte in so einem Bestand überhaupt erst möglich. Würde der Harvester nicht überall hinkommen, dann kannst du auch keine vollmechanisierte Holzernte im Bestand durchziehen, weil geht ja nicht. An die Punkte, die zu weit von der Rückgasse weg sind, kommt er halt nicht hin. So. Und das ist die Folge jetzt dieses 30 Meter Rückgassenabstands.
Wenn der nämlich 30 Meter beträgt, dann kann der Harvester links 10 Meter, rechts 10 Meter, muss dann 30 Meter rüber, wieder links 10 Meter, rechts 10 Meter. Das heißt, da fehlt in der Mitte was, und zwar 10 Meter. Wir haben also immer 10 Meter Streifen Waldes, wo der Harvester nicht hinkommt, die man dann weiterhin mit der Motorsäge letztendlich fällen muss. Was dabei aber häufig vergessen wird, die müssen ja nur schnell umgeschmissen werden. Was nämlich lange dauert beim Holzaufbereiten, ist nicht das Fällen, sondern ist das hinterher, nach dem Fällen, die Äste abschneiden. Da kommt der große Vorteil vom Harvester zum Tragen, weil der braucht zum Äste abschneiden am gesamten Baum 45 Sekunden, wenn es ein ganz langsamer ist, häufig auch nur eine halbe Minute oder 20 Sekunden oder je nachdem. Und während der Forstwirt da Minuten beschäftigt ist, bis er mit der Motorsäge jeden einzelnen Ast abgesägt hat. Und das heißt, die Zuarbeit des Forstwirts in den 10 Metern in der Mitte zwischen Gasse und Gasse, ich hoffe, ihr könnt euch das räumlich einigermaßen vorstellen, besteht nur darin, die Bäume umzusägen, nach links oder nach rechts zu schmeißen, je nachdem, welche Gasse näher ist. Und der Harvester, der dann hinterher, also zeitlich versetzt, erst kommen die Forstwirte, dann kommt der Harvester, einen Tag später zum Beispiel. Dann muss der Harvester nur noch die Gasse entlang fahren und kann neben den Bäumen, die er jetzt selber noch fällt, die im Abstand von 10 Meter zur Gasse stehen, die so weit weg gewesen wären, einfach vom Boden aufheben, weil sie ihm ja vor die Füße geschmissen worden sind. Ein Baum, der entgenutzt wird, ist locker viel, 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 viel länger als 10 Meter, und damit ist es gar kein Problem, den mindestens mit der mittleren Krone bis auf die Rückgasse draufzuschmeißen. Das heißt, du wirfst den Baum dem Harvester quasi vor die Füße, er kommt da problemlos dran. Das heißt, die zusätzliche Arbeitsmaßnahme besteht wirklich nur darin, dass ein paar Forstwirte in diesem 10-Meter-Streifen die Bäume manuell fällen. Das Fällen dauert aber pro Baum maximal 3 Minuten mit allen Sicherheitsvorkehrungen und so weiter und so fort, sondern das jetzt kein Starkholz ist. Und dann geht das auch mit Manneskraft, mit Motorsäge relativ schnell vonstatten. Und das kostet dann nicht ein zusätzliches Vermögen, aber ja, es kostet zusätzliches Geld. Aber auch natürlich nur dann, wie gesagt, wenn überhaupt neue Rückgassen angelegt werden müssen. Im Altbestand dürfen die, die da sind, ja weiterhin befahren werden. Und zweitens auch nur dann, wenn es sich ohnehin überhaupt um Bäume handelt, die man mit dem Harvester fällen kann. Beispielsweise Buche kannst du mit dem Harvester fast nicht fällen. Fichte geht natürlich super, Douglasie geht, Tanne geht, all solche Sachen, das geht alles. Aber da wir ja mehr standortheimische Bäume haben müssen, nicht nur wegen, weil es der Herr Özdemir mir vorgeschlagen hat, sondern weil es halt ökologisch notwendig ist, um den Wald stabil zu erhalten, damit er uns nicht hops geht, werden wir automatisch mehr Laubbäume haben. Und die kann man eh alle nicht mit dem Harvester ernten. Und damit wird der Harvester-Einsatz in vielen Fällen komplizierter. Und manchmal auch einfach gar nicht mehr möglich sein. Und der Tatsache muss man auch irgendwie gerecht werden, frühzeitig, dass das System Harvester, das noch gar nicht so alt ist, leider auch schon bald, jetzt nicht auslaufen wird, gar nicht, aber nur noch punktuell zum Einsatz kommen kann und nicht mehr so flächenmäßig in reinen Nadelholzbeständen, für die der Harvester ja konzipiert wurde. Das ist eine Erfindung, ich weiß nicht, ob es die Schweden erfunden haben, aber in Schweden ist er zum ersten Mal groß zum Einsatz gekommen, soweit ich weiß. Und natürlich in Kanada, Amerika und so weiter und so fort, wo sie diese riesigen Nadelwälder haben, die da aber den natürlichen Wald darstellen. Das heißt, da sind Nadelwälder richtig gewisserweise, und dann ist es auch folgerichtlich für die Nutzung dieser Nadelwälder eine Technologie anzuwenden, die dafür gut passt. Und da sind wir beim Harvester. Für unsere deutschen Mischwälder war der ja nie vorgesehen. Wir haben ihn trotzdem benutzt, weil man damit Geld sparen konnte. Und das wird man auch weiterhin hier und da mal können, ne, keine Frage. Aber ja, leider ist es eine Folge der klimabedingt notwendigen, modernen, naturgemäßeren Waldwirtschaft, dass wir uns ein Stück weit, vom Harvester wieder verabschieden werden müssen. Tatsache. Ja. Zumindest von einem Harvester, der überall durchfährt und an jeden Baum locker rankommt. Das wird nicht funktionieren. So, und warum muss jetzt überhaupt dieser Gassenabstand erhöht werden? Was ist jetzt falsch an 20 Meter Rückgassenabständen? Naja, wenn du 20 Meter Rückgasseabstand hast und die Dinger sind jeweils 4 Meter breit, dann verbrauchst du insgesamt fast 20%. Vielleicht habe ich mir das auch verrechnet, aber mindestens 10 bis 20% deiner überhaupt zur Verfügung stehenden Fläche, auf der Bäume wachsen können. Und das ist einfach nur Fahrbahn dann. Und das steht nicht zum Baum heranziehen zur Verfügung. Das heißt, wir haben mit weniger Rückgassen auch mehr Produktivität.
Und alles, was mal als Rückegasse genutzt worden ist, wo mal drauf rumgefahren worden ist mit dem tonnenschweren Harvester, da wächst hinterher kein vernünftiger Baum mehr. Das wird nichts. Ja, wir verlieren also dauerhaft produktive Fläche, wenn wir viele Rückegassen anlegen. So, und dann kommen noch ökologische Überlegungen dazu. Ist der Boden einmal verdichtet, kommt der Regenwurm nicht mehr von Seite A nach Seite B der Gasse. Der kommt da einfach unterirdisch nicht mehr durch, weil der Boden zu dicht ist. Ein Maulwurf, sofern es einen im Wald gibt, ist eher selten, würde da nicht mehr durchkommen. Der Fuchs kann keinen Bau anlegen, der Dachs kann da nicht mehr wirklich graben und, und. Und die ganzen Mikroorganismen, die im Boden unterwegs sind, haben da halt auch Schwierigkeiten. Wie schlimm das de facto für das Gesamtwaldökosystem ist, kann man momentan noch nicht so wirklich zusammenfassend sagen. Einige behaupten zwar, sie könnten es, aber das ist schlicht und ergreifend Quatsch. Wir wissen es noch nicht, das ist die Wahrheit. Mag schon sein, dass das ganz, ganz schlimm ist mit den Rückegassen, aber wenn ja, dann hat man da in den letzten Jahrzehnten wenig von gemerkt, weil die gibt es jetzt schon seit Jahrzehnten. Und falls sich der Wald in diesen Jahrzehnten verschlechtert hat, was der Fall ist, ja, zum Teil, dann kann man es zumindest nicht ursächlich auf die Rückegasse zurückführen. Zumindest nicht bisher mit der aktuellen Forschungslage. Daher, ja, man darf Rückegassen nicht zu sehr verteufeln, aber es kommt natürlich noch der optische Faktor dazu, dass ein Wald, der viele Rückegassen hat, schlicht und ergreifend weniger hübsch aussieht als ein fürs Auge erstmal unberührt wirkender Wald, wo man den Einfluss der Holzwirtschaft erstmal zumindest nicht sehen kann, der trotzdem vorhanden ist, aber man sieht es nicht. Das ist einfach besser und das ist dann auch für den Erholungsnutzen des Waldes, der in der Zukunft eine immer größere Rolle spielen wird. Das prophezei ich jetzt einfach mal. Je naturentfremdeter wir werden und je weniger wir mit der Natur in unseren Jobs zu tun haben, desto eher werden wir mal gerne in den Wald gehen, um halt eben einfach dieses Gefühl am richtigen Ort jetzt zu sein, da irgendwie hinzugehören, genießen zu können. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine, ne? Das geht den meisten Leuten so, die regelmäßig in den Wald gehen, dass sie dann immer einfach das Gefühl haben, ja, hier ist irgendwas richtig. Also so viel Esoterik muss an dieser Stelle sein. Punkt 10 ist jetzt wieder ein Selbstläufer. Verzicht auf Düngung und Pflanzenschutzmittel. Dies gilt nicht, wenn die Behandlung von gestapelten Rundholzpolter, also das sind diese Holzstapel im Wald, die kennt man ja, bei schwerwiegender Gefährdung des verbleibenden Bestockung oder bei akuter Gefahr der Entwertung des liegenden Holzes erforderlich ist. So, und damit ist Punkt 10 wirklich ein absoluter Selbstläufer, weil meiner persönlichen Meinung nach, und da sind viele sich inzwischen einig, ist Pflanzenschutzmittel im Wald sowieso nur unter den eben beschriebenen Ausnahmepunkten sinnvoll. Alle anderen Situationen, da sollte Pflanzenschutzmittel, wenn überhaupt, nur mit ganz, ganz deutlicher Abwägung der Experten mit Sondergenehmigung vom Amt für Naturschutz und, eingesetzt werden und auch dann nur, wenn es unbedingt erforderlich ist. Beispiel: ein stadtnaher Wald, ein Eichenwald, der vom Eichenprozessionsspinner heimgesucht wird, wo dann wirklich für die Leute der Umgebung Gefahr für Leib und Leben besteht durch eben die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners. Dann kann man da dann mal wirklich auch notfalls mit dem Helikopter drüber fliegen und ein bisschen Gift rauslassen, um eben den Prozessionsspinner zu killen. Das kommt ganz, ganz selten vor. Meines Wissens die letzten paar Jahre irgendwie zweimal. Einmal in Bayern und ich glaube, es nagelt mich nicht fest, ich meine aber in Sachsen-Anhalt hätten sie es auch mal gemacht. Und ja, das war einfach notwendig. Ansonsten das, was hier beschrieben ist, die Behandlung von gestapeltem Rundholz bei schwerwiegender Gefährdung des verbleibenden Bestockung, das wäre zum Beispiel, du kannst das Holz, in dem der Käfer sitzt, der Borkenkäfer, Fichtenholz, kannst du nicht rechtzeitig aus dem Wald rausholen und dir fehlt einfach die Logistik dazu und jetzt bleibt dir nichts anderes übrig, wenn du vermeiden möchtest, dass der Käfer jetzt in der Gegend rumfliegt und alles andere, was noch steht, auch noch auffrisst, als den Käfer im rumliegenden Holz zu töten. Und das geht dann zum Beispiel mit Karateforst flüssig. Ja, das heißt wirklich so, Karateforst. und das kann man dann punktuell auf die Stämme aufsprühen. Punktuell heißt in einem Abstand von 10 cm zum Stamm. Das ist eine Flüssiggeschichte, das fließt dann über den Stamm drüber. Und wenn du die richtige Menge nimmst, dann fließt das auch so gut wie gar nicht in den Boden, wird vom Ökosystem schnell abgebaut und ist dann auch wieder verschwunden. Das heißt, es ist wirklich ein punktuelles, kurzes Killen dessen, was auf dem Fichtenstamm sitzt. Und alles, was nicht auf dem Fichtenstamm saß, das ist auch nicht tot. Das heißt, da sind die Folgen und die Schäden fürs Ökosystem sehr, sehr überschaubar, wenn man
man so punktuell das Zeug anwendet und es halt nicht großflächig über die gesamte Landschaft versprüht. Und daher würde ich behaupten, da es kaum einen Naturfreund bzw. Waldfreund geben wird, der den Wald bewirtschaftet, der gerne Pflanzenschutzmittel einsetzt. Die sind auch arschteuer, davon abgesehen. Ja, schlicht und ergreifend Geld spielt hier auch eine Rolle. Halte ich das für einen ziemlichen Selbstläufer. Ja. Vielleicht wird das zwei, drei unverbesserliche Forstwirte, die bisher sehr gerne gespritzt haben, tatsächlich betreffen, dass sie jetzt weniger spritzen müssen dürfen und dann werden sie traurig sein. Ja, dann müssen sie die Förderung ja nicht beantragen. Ja, ganz einfach. Wer uneinsichtig ist, der kriegt dann letztendlich auch von uns kein Geld, weil die Kohle ist ja wieder Steuergeld, heißt, gehört uns letztendlich allen. Und ja, so kann man das Ganze dann auch betrachten, wenn man das dann so möchte. Nächster Punkt. Da haben wir es jetzt mit Maßnahmen zur Wasserrückhaltung zu tun, einschließlich des Verzichts auf Maßnahmen zur Entwässerung von Beständen und Rückbau existierender Entwässerungsinfrastruktur bis spätestens 5 Jahre nach Antragstellung, falls übergeordnete Gründe vor Ort dem nicht entgegenstehen. Okay, heißt, du darfst nicht weitere zusätzliche Entwässerungsgräben buddeln. Wer das heutzutage macht, ist sowieso ein Vollpfosten. Das muss man wirklich so deutlich sagen. Das ist das Dämlichste, was du momentan im Wald nur tun könntest, Entwässerungsmaßnahmen durchführen. So, und jetzt die Pflicht zum Rückbau. Darüber kann man sich jetzt sehr groß streiten, weil das kostet Schweinegeld. Ja, also wenn man nicht selber mit der Schaufel fröhlich Gräben zuschütten möchte, und dann musst du erstmal Material haben, das du da reinschütten kannst. Dann würde es kein Geld kosten, wäre aber ein Hobby, das dich echt eine Weile beschäftigt und schlicht und ergreifend körperliche Schwerstarbeit. Ja, das kommt drauf an. Die meisten Waldbesitzer werden gar keinen Graben haben, der zugeschüttet werden müsste. Das heißt, das betrifft die schlicht und ergreifend nicht. Alles gut. Diejenigen, die einen Graben haben, der zugeschüttet werden müsste, die müssen dann halt wirklich richtiges persönliches Engagement zeigen, was für den Wald zu tun, die Fehler ihres Großvaters möglicherweise rückgängig zu machen. Der, ja, theoretisch sollte die Großvatergeneration von heute diejenigen gewesen sein, die als letztes noch Gräben angelegt haben. Ja, danach sollte eigentlich keiner mehr Gräben angelegt haben, wenn er nicht ein Vollpfosten gewesen ist, muss man so sagen. Ja, das ist wirklich eindeutig Gräben anlegen. Das wusste man schon relativ bald, dass das einfach blöd ist. So, heißt, das muss man wollen, diese Grabenrückbauaktion. Und die ist so teuer, wenn man die machen lassen möchte, dass das ganz klar nicht von diesen 100 Euro pro Hektar und Jahr gedeckelt wird. Auch nicht, wenn man eine Frist von 5 Jahren einbaut. Das heißt, dass du 500 Euro pro Hektar und Jahr bereits bekommen haben wirst, zu dem Zeitpunkt, wo du die Maßnahme mindestens spätestens durchgeführt haben musst. Das reicht nicht. Das ist viel teurer. Ja, und da brauchst du dann einfach zusätzliches Engagement des jeweiligen Waldbesitzers. Und sofern das nicht vorhanden ist, läuft es darauf hinaus, dass wir dann einfach ja, die Zertifizierung in diesen Wäldern nicht bekommen werden und die Förderung in diesen Wäldern dann aussetzt. Ich bin geteilt, persönlich zwiegespalten, weil die Entwässerung des Waldes rückgängig zu machen, ist eine unglaublich sinnvolle und wichtige Maßnahme. Ja, dass das da drin steht, ist also von der Bedeutung her absolut gerechtfertigt. Aber es führt halt eben auch dazu, dass weniger diese Förderung in Anspruch nehmen werden und ja, damit auch der positive Effekt der Förderung nicht auf ganz so viel Wald auszuweiten ist. Aber ehrlich gesagt fällt mir auch nicht ein, wie man das hätte besser lösen können. Ich habe da also so ein ganz leichtes Bauchweh, damit ohne einen konstruktiven Verbesserungsvorschlag letztendlich bringen zu können. Weil nicht reinschreiben wäre auch Blödsinn. Und ja, letztendlich ist es dann doch einfach so, dass man ja nicht gezwungen ist, diese Förderung zu beantragen und dass dann auch nicht gezwungen ist, das zu machen. Und vielleicht wird es der eine oder andere ja trotzdem tun, weil er sich denkt, naja, über 20 Jahre verdiene ich dann im Endeffekt doch mehr, als mich jetzt das eine Graben zuschütten da kostet. Ja, und für die allermeisten Waldbesitzer ist es ja sowieso kein Thema, weil die gar keinen Graben haben. So, und damit zum letzten Kriterium. So, und da werden sich die Geister scheiden. Natürliche Waldentwicklung auf 5% der Fläche bei Leuten, die mehr als 100 Hektar haben. Jedoch, das ist wieder ein schöner Kompromiss, dass es nur die Großwaldbesitzer betrifft, weil wer einen winzigen Wald hat, ob der da 5% aus der Nutzung nimmt oder nicht,
Naja, kann man natürlich freiwillig trotzdem tun, steht hier ja auch, und beträgt mindestens 0,3 Hektar die auszuweisende Fläche. Warum? Naja, weil alles drunter ist Quatsch, das ist ein Biotopbaum sozusagen. Ja, also 0,3 Hektar sollten es, also ein großer Biotopbaum, sollten es dann auch schon wirklich sein. Das ist grundsätzlich, ne, ich hoffe, ich habe es lesen können, war jetzt ein bisschen kurz, aber müsste passen. Grundsätzlich was natürlich dem Wald außerordentlich gut tut, die Diskussion, ob das jetzt 15 oder 15% sein sollen. Die läuft seit Jahren und je nachdem, wen man fragt, ob das jetzt jemand ist, der hauptsächlich mit Naturschutz zu tun hat, hauptsächlich mit Waldwirtschaft, hauptsächlich mit ja, irgendwo dazwischen, dann werden die sagen, der Waldwirtschaftler 5% ist super, die dazwischen sagen, ja, 10% könnte schon sein und die hauptsächlich Naturschützer werden 15% sagen, wenn es nicht Deppen sind, die 100% fordern. Das auch wieder ist so utopisch bekloppt, dass ich da wenig Respekt vorhaben kann. Eine komplette Einstellung der Waldnutzung, um dann mit Beton und Stahl und Plastik stattdessen zu arbeiten, ist einfach Blödsinn. Das hilft niemandem. Naja, wie dem auch sei, jedenfalls. Oder Alternative müssten Holz nur noch aus dem Ausland importieren, das hilft dann im Ausland niemandem. Also auch da wieder Blödsinn, meiner persönlichen Meinung nach. Ja, wer anderer Meinung ist und gute Argumente hat, schreibt sie in die Kommentare. Egal. Jedenfalls 5% ist eine gute Zahl, das ist ein guter Kompromiss. In den Staatswäldern, also die gar keine Privatwälder sind, wir reden hier die ganze Zeit immer nur vom Privatwald, sind inzwischen 10% vorgesehen, die dann mal irgendwann entstehen sollen. Oder sie werden bald vorgesehen sein, falls das noch nicht ganz durch ist, aber das ist nicht mehr aufzuhalten. Und dann ist halt die Frage, muss in den Privatwäldern überhaupt noch was passieren? Ich meine ja, weil Privatwald macht die Hälfte des Waldes in Deutschland aus. Etwa 50% unserer Wälder sind Privatwälder. Und damit ist das eine viel zu große Fläche, um sie beim Nutzungsverzicht völlig außen vor zu lassen. Wir hätten zu große Löcher im nicht genutzten Wald sozusagen. Damit ein Mosaik vieler kleiner, nicht genutzter Flächen entstehen kann, zwischen denen ein Specht hin und her fliegen kann, zwischen denen ein Käfer mal hin und her fliegen kann, wo Samen von selteneren Pflanzen per Fuchstransport, per Dachstransport, per Schweintransport von einer Fläche zur anderen transportiert werden können, müssen die Flächen nah genug beieinander sein und flächendeckend in einem deutschlandweiten, deutschen waldweiten Raster vorkommen. Und das bedeutet, dass der Privatwald unbedingt damit integriert werden muss. Und 5% halte ich für eine vertretbare Menge. Zumal jeder größere Privatwald von 100 Hektar ja nur zwingend darauf angewiesen ist, dieses Kriterium zu erfüllen. Und wenn du 100 Hektar hast, wirst du unter diesen 100 Hektar auch 5 Hektar haben, die so schwierig zu bewirtschaften sind, dass du auch darauf verzichten kannst. Weil du da eh nicht nennenswert Gewinn machst und das bisschen Holz, was du aus so einem schwierigen Steilhang beispielsweise rausholst, sich wirtschaftlich einfach gar nicht rentiert. Ja, und dann lass den Steilhang doch einfach in Ruhe, gib noch einen anderen Hektar, der so ein bisschen wertvoller ist, vielleicht noch dazu, das würde ich auch nicht pleite machen. Und dann hat man der Natur einen ganz großen Gefallen getan, die Tiere werden sich freuen. Und ja, der Herr Özdemir freut sich auch und gibt dir 100 Euro. Ja, ob er sich freut, weiß ich natürlich nicht. Aber das wäre jedenfalls die logische Konsequenz. So, und damit sind wir jetzt tatsächlich durch. Ich möchte auch in diesem Teil noch einmal kurz zusammenfassen, was wir jetzt nochmal besprochen haben, nämlich mehr Totholz. Grundsätzlich mehr Totholz. Das ist eine gute Sache. Wie das dann genau gewertet wird, das wird man auch gucken müssen. Mehr Habitatbäume. Wie gesagt, es sind für meinen Geschmack ein bisschen viele. Ansonsten toll. Größere Rückgängegassenabstand ist einfach die Zukunft der Waldbewirtschaftung. Wenn es mehr Laubbäume geben soll, mehr klimaresiliente Bäume, dann gibt es sowieso keine Abhängigkeit vom Harvester mehr, beziehungsweise wird das schwieriger, den einzusetzen. Und dann ist ein größerer Rückgängegassenabstand einfach sowieso eine Folge der natürlichen Entwicklung. Vom Bodenschutz mal abgesehen. Pflanzen natürlich gesund erhalten heißt nicht düngen, das war der Punkt C mit dem Düngeverbot, halte ich ja für einen Selbstläufer, also gekauft. Wasserhaushalt verbessern ist das für 90% aller Waldbesitzer einfach nur, dass sie keine neuen Graben anlegen, kein Problem. Für die 10%, die Gräben haben, die man zuschütten müsste, ja, spezieller individueller Fall und ein bisschen kompliziert. Und zurück nochmal zu den 5% aus der Nutzung genommenen Wald. Es ist für den Wald großartig, keine Frage.
Ob man sich das als Waldbesitzer dann leisten möchte, ja, letztendlich ist eine individuelle Fragestellung. Das zusätzliche Geld der Förderung, was man bekommen wird, wird bei einem hochproduktiven Bestand eine 5% Nutzungsverzichtfläche nicht ausgleichen. Nicht bei einem hochproduktiven Bestand, der sehr groß ist. Ja, also da geht schon auch nochmal, es gibt ein kleines Zuckerli, aber es muss auch Eigenverantwortung der Waldbesitzer her, dass die einfach von sich aus sagen, ja, ich möchte der Natur ein Stückchen zurückgeben, sozusagen, und sich selbst überlassen. Und dann klappt das. Ja. Insgesamt, Fazit, ich bin irgendwas zwischen begeistert und sehr zufrieden von diesem Maßnahmenkatalog. Und auch wenn ich jetzt Ärger bekomme von denjenigen, die den Herrn Özdemir nicht mögen, die Grünen haben im Wahlprogramm tatsächlich genau das versprochen, was der Herr Özdemir jetzt genauso umgesetzt hat, wie es da drin steht. Also da muss man jetzt schon fairerweise tatsächlich sowohl dem Herrn Özdemir als vielleicht auch seiner Partei, zumindest in diesem Punkt, in allen anderen Punkten, wo es was zu meckern gibt, darf man ja auch gerne meckern, aber in diesem Punkt muss man leider oder auch dankenswerterweise, es ist ja was Gutes, zugeben, dass hier das Wahlversprechen schlicht und ergreifend erfüllt worden ist und das in relativ kurzer Zeit. Für so eine recht große Maßnahme und so ein recht großes Programm, kann man an der Zeit auch nicht meckern, bis man sich das ausgedacht hat. Und inhaltlich ist es, wie gesagt, irgendwo zwischen Begeisterung und sehr gut. Also ich bin da total happy und glücklich und zufrieden mit. Mehr Ideen in diese Richtung und das ist auf jeden Fall was, was dem Wald sehr, sehr gut tun wird. So, und damit bis morgen mit einem hoffentlich ganz, ganz unpolitischen Thema. Macht's gut.